Touri 2TV. Medien und Marken live. Stefan Seiler, Sie sind Chefredakteur DB Mobil und Sie haben gerade die 200. Ausgabe von DB Mobil produziert. Sie feiern das richtig. Wieso? Ich finde, wir haben Grund zu feiern. Mobil ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte, möchte ich behaupten. Eines der größten, erfolgreichsten Kundenmagazine in Deutschland. Weit mehr als nur ein Kundenmagazin. Ist ein Geschenk an die Fahrgäste der Deutschen Bahn. Ist ein journalistisches Produkt. Wir haben eine wahnsinnig große Leserschaft. Eine harte Auflage von knapp 500.000 Exemplaren. Laut AWA werden wir von knapp 1,3 Millionen Menschen jeden Monat gelesen. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Die Leser beschäftigen sich mit uns um die 40 Minuten laut Marktforschung. Und wie schaffen Sie das, dass die Leser 40 Minuten ein einziges Exemplar lesen? Wir versuchen, die besondere Lesesituation der Leser zu berücksichtigen. Wenn sie im Zug sind, dann sind sie offen für Inspiration, auch für Information, auch für härtere Geschichten manchmal, aber natürlich auch sehr stark für Unterhaltsames, für Reiseinspiration, für gesellschaftliche Themen, für all das, was ihnen zeigt, was rechts und links, wenn sie aus dem Fenster gucken, in Deutschland passiert. Aber die meisten Menschen schauen ja gar nicht aus dem Fenster, sondern schauen auf ihr iPhone. Es ist absolut richtig. Die Lesesituation ist eine andere als noch vor 10 oder vor 15 Jahren. Das WLAN funktioniert, Sie haben es richtig angesprochen, an Bord der Züge. Der Leser oder der Fahrgast der Deutschen Bahn hat ganz viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Aktiv abzulenken, indem er selbst das Internet aufsucht, aber auch sich zu entspannen, indem er sich zurücklehnt, vielleicht den Sitz nach hinten legt und dann zum Mobil greift und sich dann inspirieren und informieren lässt. Bei uns natürlich sehr, sehr wichtig die Titelprominenten, die sind das Portal für viele Leser. Wir haben in 200 Ausgaben viele, viele Menschen auf dem Titel gehabt, A-Prominente, Menschen, denen gerade Momentum gehörte, teilweise auch mal eine internationale Person, im Großteil aber Menschen, die in der deutschen Medienöffentlichkeit stehen. Hier sieht man einige illustriert, haben wir nochmal alle versammelt für unsere Jubiläumsausgabe auf einer großen, spektakulären Illustration. In jeder Ausgabe besuchen wir ein bis zwei Destinationen in Deutschland am liebsten, manchmal auch im benachbarten Ausland. Und versuchen die Geschichten so nutzwertig wie möglich und vor allem so spannend wie möglich zu erzählen. Wir haben uns die Mühe gemacht, unsere Autorin hat sich die Mühe gemacht, Paare zu finden, denen genau so etwas passiert ist. Die Liebe im Zug gefunden und im Mobil erzählen sie dann, wie es dazu kam. Wir haben die Paare besucht, getroffen, fotografiert und interviewt. DB Mobil ist einerseits ein Kommunikationskanal der Deutschen Bahn, aber eben auch ein Commitment für Journalismus, für gute, spannend erzählte Geschichten. Wir wissen, dass unsere Leser im Zug diese Stücke schätzen, wie zum Beispiel das Stück, was wir gebracht haben über die Pressefreiheit, rettet das freie Wort. In diesem Stück lassen wir Journalisten aus Deutschland zu Wort kommen, die bedroht werden, in Deutschland, aber auch im Ausland. Touri 2 TV. Medien und Marken live.